Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Landwirtschaftssimulator 2015 oder nur 15, immer den gleichen Fehler. Und ja, wir machen weiter mit der Ernte von diesem Rapsfeld. Das ist das letzte der Felder. Wir haben ja hier auch noch... Oh, ist der schon fertig? Nein, ist noch nicht fertig, aber fast. So, der hier ist am Wenden. Wieso hat er aufgehört? Nein, so bestimmt nicht. So, habe ich mich jetzt schön eingemischt? Wollte ich gar nicht. So, Kollege, das ist aber noch nicht ganz fertig. Wenn, dann wollen wir es auch richtig machen. Hätte ich mich da mal bloß nicht eingemischt, ne? Wir machen hier einfach mal das Feld zu Ende. Und dann, oder wir machen das mal so, dass wir hier kurz den Helfer das machen lassen. Und dann gucken wir hier nämlich mal, dass wir hier das denn so ein bisschen wieder in die Gänge bekommen. So, der ist jetzt nämlich fertig. Das ist ja schon mal schön. Dann können wir den Grubber, den können wir schon mal rüberbringen. Warum ist hier eigentlich so ein Scheiß drauf? Naja. So, ja, ich bin gerade mal am Überlegen, wie wir das am besten machen. Aber ich glaube, es ist wirklich... Oh, falsche Richtung. Es ist wirklich das Beste, wenn wir hier schon mal den Grubber rüberbringen. Denn auch das andere Feld muss dann ja gegrubbert werden. Ja, und ich würde gerne die 30 und die 25 haben. Das bietet sich eigentlich an, weil das halt hier direkt dran ist. Da muss man nicht immer hier rüber gurken. Bisschen nervig, aber gut. Ich kann ja mal gucken. Ja, die 30, das ist ja irgendwie mein absolutes Traumfeld. Ist zwar doof, dass das so verwinkelt ist, aber das macht ja nichts. So, was kostet denn das? 57.000. Mhm. Was noch interessant wäre, wenn man Felder pachten könnte. Ne? Das wäre natürlich auch irgendwie ziemlich cool, aber das gibt es leider nicht. Aber es wäre cool, also wenn man wirklich sagt, statt das für 54.000 zu kaufen, dass man wirklich irgendwie, was weiß ich dann, für eine Charge da vielleicht 3.000 bezahlt oder so, um das dann zu mieten. Und dafür darf man das dann einmal komplett säen und ernten und so weiter und so fort. So, viel Spaß, Kollege. Der hier hat auch seinen Spaß und hier können wir jetzt nämlich weitermachen. Nein, 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 stopp. So, den Rest machen wir hier nämlich zu Ende jetzt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir hier noch genug, es könnte noch eng werden, ob wir hier den Anhänger, den machen wir gleich mal voll. Weil ich glaube, wir werden nicht alles mitkriegen. Ja, und aus Raps macht man ja diesen Biodiesel. Ja, noch ein paar, wahrscheinlich auch noch ein Rapsöl, die gibt es ja auch so zum Braten und so weiter und so fort. Aber so, also das sind ja wenigstens Felder, die sehen ja eigentlich relativ schön aus, weil die immer so schön gelblich blühten. Aber danach ist es dann nur noch, nach der Blütephase ist es dann nur noch geäst. Weil die sind so richtig knorrig, die
ja, dass die, wie soll ich sagen, die Äste, wo das drauf wächst, quasi. Die Halme. So, mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was drauf kriegen auf den Anhänger. Aber der ist halt auch bald voll. Ja, der ist jetzt voll. So, 51%. Oh, das könnte ganz knapp werden. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal mit dem Anhänger herkommen. Oder wir bringen den Anhänger halt gleich dort hinten in die Getreideannahme, wenn das der gute, der beste Preis ist. Gucken wir mal. Ja, und die Kohle, nicht wundern, die sinkt, aber dafür kriegen wir halt Getreide rein. Und das ist ja auch was wert. Und ja, die Felder werden ja parallel dann vorbereitet. Also das wäre ja Wahnsinn, wenn man hier keine Helfer hätte. Wenn man jeden Arbeitsschritt selber machen muss. Uiuiui. Also das wäre doch schon ein bisschen krass. So kann man sich echt die Rosinen rauspicken. Also das Ernten mache ich lieber als das Grubbern und so. Weil das ist irgendwie, oh, da bist du nur am Korrigieren und alles. Und hier kannst du wirklich schön rüber düsen und so weiter und so fort. Das ist wesentlich angenehmer. So, und wer hat sich denn hier so viel Mühe eigentlich beim Aussäen gegeben? Dass hier so ein krasser Streifen ist. Ich glaube, die erste Linie habe ich gemacht. Und die zweite Linie hat dann der Computer gemacht. Und der hat halt... ja, da angesetzt, wo man, wenn man gut ist, die erste Linie dann eigentlich beenden würde an der Seite. Und deswegen ist hier wahrscheinlich, fehlt da wohl ein bisschen was. Naja, 83%, also das wird voll werden. Da werden wir nicht alles wegbekommen. Hat gerade dann so nicht gereicht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich will mich ja nicht beschweren, dass wir hier mehr Erträge erzielen, als ich dachte. Das klingt halt auch ein bisschen doof. So, genau genommen bräuchten wir den Anhänger jetzt hier. So, wie sieht's hier aus? Der braucht noch ewig lange. Der nicht. Das ist schon mal gut. Ja, hier lohnt es sich jetzt auch nicht wirklich. Naja, machen wir einfach weiter. Müssen auch aufpassen, dass wir nicht eingeholt werden von dem, der gerade grubbert. So, jetzt ist es hier aber sowieso fertig. So, aber das passt ja eigentlich ganz gut. Hier sind wir ja durch. Dann können wir hier kurz spritzen. Und dann kümmern wir uns um den Anhänger, dass wir den ausleeren. Und den bringen wir dann direkt dahin, wo es Geld gibt. So, die Sämaschine, die können wir dann direkt mit runternehmen. Oh. 64%, das reicht auch noch dicke. So.
So, und das Feld hier, das ist ja jetzt in Windeseile dann gespritzt. Ach komm. Da dauert es ja länger, das aus und wieder einzuklappen, als hier zweimal rüber zu fahren. Oh, naja, ist egal. So schlimm ist das jetzt nicht. Die sieht so aus, als wäre die so hoch, ne? Aber die ist schon runter auf den Boden gemacht. Also nicht wundern. Naja. Ah, das war jetzt alles nicht so geschickt. Aber mit zwei Malen hätten wir es dann sowieso nicht hinbekommen. Also so schlimm ist es dann nicht. Kann man die eigentlich so klippen? Klappen und dann so? Nee. Weil das ist ja schon, so ist es ja schon ein bisschen doof. Wenn man da nur noch so ein bisschen was hat und trotzdem versprüht er überall, da könnte man ja auch ein bisschen wirtschaftlicher, denn dass man das vielleicht so zuklappt, dass es denn, dass da nur zwei Stufen ausgeklappt sind und automatisch beim Zuklappen verriegelt sich dann da das Röhrchen, wo dann dieses, wo denn das Gift dann drin ist. Oder der Dünger. So, dann haben wir das Feld auch fertig. Das ist ja schon mal sehr schön. Dann müssen wir jetzt hier, ups, den, das Aussäe, die Aussäemaschine, die Saatmaschine, so heißt sie, glaube ich, mitnehmen. Und dann können wir das nämlich direkt in Auftrag geben, nachdem wir, ja, sonst haben wir nämlich nichts mehr, was wir machen können. Wir könnten dann theoretisch den Mähdrescher nach Hause fahren, weil der ist jetzt erstmal fertig, wenn er denn die letzte Linie auch mitgenommen hat, aber naja, noch nicht ganz fertig, aber gleich. Aber hetzen müssen wir jetzt auch nicht, weil der braucht danach ordentlich lang. Und auch das Aussäen, das wird so lange dauern hier. Aber da ist ja der Helfer für verantwortlich. Aber da ist ja schon ganz schön weit gekommen. Nicht schlecht. So, die lassen wir kurz hier. Dann schnappen wir uns den Anhänger. So, und jetzt müssen wir nämlich erstmal das wegbringen. So, gucken wir mal. Wo ist denn Raps besonders viel wert? Getreidespeicher 1108. 1000 Transportfirma 1187. Ist jetzt kein fetter Unterschied. Sparen wir uns den Weg, kippen es hier ab. Wo ist denn die Transportfirma? Ist das der Bahnhof? Nee, da oben.
Ja, aber die Strecke und so, nee. Das kann man dann machen, wenn man, naja, also das reicht jetzt schon, diese minimalen Unterschiede. Und jetzt gibt's Geld. Ja, fast 10.000. Ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so super viel, ne? Also, naja, aber so ein paar Anhänger haben wir ja noch. Der wird ja hier jetzt auch noch mal fast voll. So, und dann holen wir uns erstmal den Rest jetzt. Hoffentlich bei nur einmal durchfahren, weil da wird's, das werden wir nicht schaffen. Bevor rechts ein Rand bleibt, da ich versuche schon so ein bisschen so zu, aber nee, das können wir vergessen. Fahren wir lieber sowieso nochmal die Strecke kurz runter. Der Anhänger steht da ja sowieso. Wir müssen auch nicht zwingend den Mähdrescher zurückfahren, wir können den einfach sauber zurücksetzen. Das erlauben wir uns einfach mal. Oh Mensch, der ist ja sogar schon fast halb fertig. Das geht echt zügig mit dem Robbern. Also hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell fertig wird. So, dann einmal raus, einmal voll machen bitte oder leer machen, wie man es möchte. Könnte auch noch ein bisschen mehr mitnehmen, oder? Ich glaube, der schändet hier so ein bisschen Zeit. So, dann setzen wir mal einfach so. So, der Rapspreis fällt natürlich jetzt so langsam, aber noch geht's. Dann setzen wir mal kurz den hier zurück. Tschüss. Und auch das Mähwerk. Tschüss. Und dann können wir hier den Anhänger wegbringen. So, und jetzt werden wir unsere Lager komplett leer machen. Also alles. Fangen wir jetzt dann mal an und natürlich dann auch in der nächsten Folge. So, Erfolg freigeschaltet. Mobiler Bauer. Okay. Gibt das Geld? Da sind wir so ein bisschen vom Bausimulator so ein bisschen
verwöhnt. Für jede 10 Kilometer, die ich fahre, bekomme ich, und das glaube ich jede Folge, bei jeder Session, wo ich mehr als 10 Kilometer fahre, und das geht relativ schnell, gibt es 10.000. Das ist natürlich schon ein Deal. So, meint ihr, wir kommen, man kann hier so... Okay, lassen wir beim nächsten Mal lieber. So. Dann wieder ein bisschen Raps. Her damit. So, und ich glaube, man merkt, ich glaube, es ist sogar so, dass man, wenn das befüllt ist, der Anhänger, dass man ein bisschen langsamer ist. Ne? Das macht ja auch Sinn. Ich achte da gleich mal drauf. Aber wir kommen jetzt hier so auf 40, 41, 42, wenn es hochkommt. Also aber gerade bei der Beschleunigung, also ich glaube, da war ein bisschen was zu merken. Aber gut, wenn der hier 8000 Kilo Raps hinten drauf hat, natürlich gibt es dann Probleme. Oder Probleme jetzt auch nicht, aber ja, ist halt ein bisschen nicht mehr so spritzig. Ja, und ihr merkt selber, wir kommen unserem Forstanhänger mit Kran ein bisschen näher, ne? So langsam. Sollte es denn das sein, was wir dann haben wollen? So, 25.000. Ja, und ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein kurzes Päuschen und ich gucke gerade nochmal. Er ist hier soweit am Machen. Wir werden in der nächsten Folge das Lager weiter leer machen und danach schicken wir unseren Aushilfsarbeiter dann ran, hier nochmal neuen frischen Raps zu machen. Und ja, Leute, ich sag danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid und da wird Geld verdient, Geld verdient, Geld verdient, und dann werden wir hier hoffentlich unsere Grundausstattung haben, um in einem kleinen Stil erstmal Forstwirtschaft zu betreiben. Also ich sag danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Tschüssi!